Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarben.com. Im letzten Video habe ich die Frage beantwortet, wie viel Wachteln sollte man halten, also in welcher Gruppenstärke man sich Wachteln zulegen sollte. Und heute möchte ich kurz auf die Frage eingehen, wie viel Wachteln sollte man pro Quadratmeter halten. Also wie viele Wachteln auf den Quadratmeter. Dazu muss man sagen, das kommt natürlich insgesamt auf die Größe des Stalles, des Geheges an. Jetzt gibt es Wachtelliebhaber, die ohne weiteres mal 2 Quadratmeter, 3 Quadratmeter für eine Wachtel haben. Den Platz hat aber nicht jeder. Und ja, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum der eine mehr Wachteln haben möchte, der andere weniger. Aber ja, natürlich haben die Wachteln einen gewissen Anspruch an einen Platz, den die brauchen. Also wenn ihr das hier bei mir im Stall seht, ich habe hier 60 Wachteln in dem 14 Quadratmeter Stall. Das heißt, ich habe eine Besatzdichte von fast 5 pro Quadratmeter. Aber das vernimmt sich, wie ihr seht. Also die verteilen sich ganz gut. Und das Platzangebot ist insgesamt so groß, auch mit Verstecken, dass die Damen sich hier locker aus dem Weg gehen können. Also es gibt hier kaum Stress drin, es gibt keine verletzten Wachteln. Und da muss ich sagen, da bin ich insgesamt ganz froh drüber. Das hatte ich bisher in fast 3 Jahren nur ein einziges Mal. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich eine Wachtel, die zwar vom gleichen Schlupfer und vom gleichen Vermehrer, aber eine Woche später zu den anderen gesetzt habe. Und da wurde sie natürlich angegriffen. Und das war im Etagenstall. Ich habe sie dann separiert. Und als sie sich wieder gefangen hatte, war es dann halt so, dass ich sie in den großen Stall gesetzt habe. Und da konnte sie gut integriert werden. Und ja, das hat ganz gut gepasst. Aber hier zurück zu der Frage, wie viel Wachteln pro Quadratmeter. Also, insgesamt kommt es auf das Platzangebot an, das ihr habt. Meine Empfehlung ist, bis 5 Quadratmeter, ja so 2,5 bis 3 Wachteln pro Quadratmeter zu rechnen. Heißt, habt ihr einen Stall oder habt ihr eine Fläche von 2 Quadratmetern, ja, dann würde ich eher nach unten tendieren. Also bei 2 Quadratmetern würde ich 5 Wachteln einsetzen. Bei 5 Quadratmetern würde ich 15 einsetzen, also dann doch schon die 3 pro Quadratmeter. Zwischen 5 und 10 Quadratmetern, ja, würde ich auch so eine Differenzierung machen von 3, 3,5 bis 4 pro Quadratmeter. Das heißt, in den 10 Quadratmeter Stall würde ich maximal 40 Wachteln setzen. Darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, und so handhabe ich das auch, wenn der Stall das halt hergibt, dass die Tiere sich auch gut aus dem Weg gehen können, ihre Verstecke einbringt. Über 10 Quadratmeter Stallfläche sind 5 Wachteln pro Quadratmeter meiner Meinung nach unproblematisch. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist, je mehr Wachteln ich habe auf den Quadratmeter, umso größer ist der Aufwand, den ich habe, den Stall sauber zu halten. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und ja, das müsst ihr berücksichtigen und für euch selber die richtigen Schlüsse ziehen. Also, wenn ihr wenig Aufwand haben wollt, dann setzt eher weniger Wachteln pro Quadratmeter ein. Wenn ihr die Zeit habt und euch die Arbeit machen wollt, wie gesagt, dann eher die Obergrenze. Wieder einmal ist es Zeit, mich zu bedanken für eure Aktivitäten und eure Kommentare. Stellvertretend für viele andere grüße ich ganz herzlich Dominik Markert, Diana Kalisch und Davut. Und natürlich Günter Graf und Günter Wolf, die beiden immer. Okay, das war's von mir. Ihr seht hier an meinem Stall, es funktioniert mit 5 Wachteln pro Quadratmeter. Sieht auch nicht überlaufen aus. Und von daher, wenn euch das Video gefallen hat,
Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Informationen gefallen haben, meine Ansicht dazu und auch die Erklärung dazu. Lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da. Anregungen, Hinweise, Diskussionen unter das Video. Und falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da und verpasst keins von meinen Wachtel-Videos. Bis zum nächsten Mal.